Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum New Changcheng Zoo Planet Zoo Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal ja hier die Wasserbüffel gebaut, kam sehr gut an. Vielen, vielen Dank nochmal für das ganze Feedback unter dem Video. Das freut mich jedes Mal sehr. Und für die ganzen Daumen nach oben, ist richtig cool. Also wenn dir Planet Zoo gefällt und auch der New Changcheng Zoo, dann lässt du schon mal einen Daumen im Vorfeld da. Und wenn du es noch nicht getan hast, darfst du den Kanal sehr gerne abonnieren. Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit sehr oft, aber viele, bis zu 60% oder ungefähr 60% von meinen Zuschauern, also 60% von euch, die jetzt gerade dieses Video sehen, die haben meinen Kanal nicht abonniert. Das geht natürlich gar nicht. Kann man kostenlos machen. Warum ist das wichtig? Naja, je mehr Leute meine Videos abonnieren oder meinen Kanal abonnieren, desto mehr wird das vorgeschlagen auf YouTube. Ja. Und wenn du eh meine Videos guckst, dann warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? In den Kommentaren habt ihr auch gesagt, was dann hier so noch geändert werden soll. Der indische Style ist ja nicht so ganz mein Steppenpferd, aber kam relativ gut an. Ich habe jetzt versucht, hier vorne das so ein bisschen anzupassen und habe auch versucht, das Holz anzupassen, auch die Fenster hier hinten. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Ich glaube, gerade die Fenster müssen ich noch ein Stück dunkler machen, glaube ich. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu hell ist. Ja, ich weiß nicht. Bin ich mir noch unsicher. Mal schauen. Mal schauen. Finde ich nicht so cool. Und India fängt ja hier an. Gerade auch das hier kam sehr gut an. Finde ich gut. Und bei den Wasserbüffeln habe ich noch den Unterstand geändert. Der sah wirklich sehr, sehr doof aus im Vergleich zum... Oder mit dem Haus zusammen habe ich das jetzt gesagt, dass ich das ändern möchte. In der heutigen Folge, da bauen wir den Königstiger. Das ist der sibirische Tiger, den haben wir schon. Aber wir haben hier ein Männchen, einen männlichen Königstiger. Freue ich mich ganz drauf. Habe ich schon lange, lange nicht mehr gebaut, den Königstiger. Weiß auch nicht warum. Deswegen einfach mal reinschauen. Ganz schön viele Leute hier, wa? Und Shops und so. Was ist denn hier? Soziale Gruppe. Aha, bei den Schlangen muss ich nochmal reinschauen. Und beim Goliath-Käfer wahrscheinlich auch. Okay, dann lass einmal kurz bei den Vivarientieren reinschneien. Okay, Goliath-Käfer ist gar nicht so mega schlimm. Aber wir können es ja schon mal machen, bevor es schlimm wird, ne? Bevor es richtig schlimm wird. Wir haben zum Beispiel hier ein goldenes Männchen und ein goldenes Weibchen. Der Rest schnell handeln. Weg damit. Geld ist jetzt gar nicht mehr so ein großes Problem tatsächlich. Überraschenderweise kann man sagen. Die Pferde, dann die 8 Trillionen Flamingos. Dann sind wir hier bei den Schlangen. Ah, ist eh das letzte Tier. Und dann brauchen wir zwei Stück, die wir behalten. Und zwar machen wir die hier und ein Männchen. Jetzt ist hier eine Bronzeschlange, die wird nicht behalten. Ne? Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Schnell verkaufen. Und schon müsste auch gerade hier die soziale Gruppe wieder sehr gut sein. Nice. Haben wir auch geschafft. Bei den Pandas ist Nachwuchs, habe ich gesehen. Wo sind die denn überhaupt? Sind die alle drin? Oh, hier ist die kleine Panda-Familie, Leute. Sehr gut. Und dann haben wir auch unsere Persewalds-Gefährde. Ich weiß, ich spreche es falsch aus. Jeder spricht es falsch aus, Leute. Ihr versucht immer, die Kommentare zu schreiben, wie man es richtig ausspricht. Aber macht doch nichts. Lass uns doch einfach mal machen. Lass es einfach mal machen. Und heute dann Königstiger-Land. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe noch keine Ahnung. Möchte das aber relativ zentral bauen, hier so ein Königstiger-Tempel. Würde das ganz gerne als Tempel machen. Lass einmal schauen. Was hatten wir denn jetzt? Ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Männchen, ne? Ein Männchen. Lass mal gucken, was hier so ein Königstiger-Weibchen kostet. Gerne eins, was nicht weiß ist. Okay, jetzt für 2500 ist ja gar nicht so mega schlimm. Die hat relativ gute Stats, ist aber ein bisschen älter schon. Hat auch sehr gute Stats, muss man ganz ehrlich sagen, auch. Oder soll ich doch ein weißes Weibchen nehmen? Die ist auch gut. Für 2500 ist ja nix. Die ist aber tatsächlich ein bisschen besser. Naira. Naira ist sehr gut. Kann ich Naira vergleichen mit jemandem? Nö. Ja, dann möchte ich Naira haben, glaube ich. Willkommen in unserem Zoo. Das ist der Razor Light. Aus dem Zoo kommt sie. Jetzt müssen wir einmal gucken, dass der nicht aus dem Razor Light Zoo kommt. Ja, Herrgott. Herrgott, wer will das nicht? Kommt er nicht, ne? Den habe ich auch irgendwo hier gekauft. Steht das nicht? Das steht da immer. Zootopia in Paradise. Und dann... Die kommt aus dem Frontier Zoo. Aha.
Aha, rumgelogen wurde hier auch. Also ich würde das gerne hier irgendwie machen. Oder hier. Ja, hier hinten eher nicht. Hier hinten wollte ich ja eher die Elefanten machen vielleicht. Und hier vielleicht was anderes Kleines. Auch gerne Mitarbeitergebäude, glaube ich, würde ich ganz gerne hierhin machen. Dass das noch so ein bisschen zentraler ist. Also wir haben einmal hier dann welche und dann möchte ich gerne hier welche haben, weil die laufen aktuell schon ziemlich weit. Und wenn man das gut indisch einbauen kann, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Die Perseveltsgefährde sind erforscht. Sehr gut. Müssen wir mal schauen, wie ich das hinkriege. Da habe ich mir auf jeden Fall so ein paar Gedanken gemacht, dass ich die Tiger... Da mache ich die hier hin. So schön mit einem Außengehege und einem Innenbereich und so. Ja, ja, ja. Das stelle ich mir sehr gut vor. Das alles im Timelapse geht jetzt gleich weiter in der Timelapse und danach wieder Realtime. Also, bis gleich. Ich hoffe, die Verbesserungen gefallen euch. So, jetzt geht's los mit der Timelapse. Ich habe ganz was anderes gemacht, als das, was ich gerade im Realtime-Part gesagt habe. Ich habe über ein paar Tage gebaut und, also ich glaube drei, und wir machen einen ganz neuen Bereich sozusagen. Platziere hier schon mal die Wege so ein bisschen. Das Ganze ist auch ein bisschen schneller als das, was normalerweise ist, denn ich habe ungefähr fast 4 Stunden Rohmaterial. Und bei 4 Stunden Rohmaterial muss man natürlich auch mal gucken, was lasse ich drin, was nehme ich raus. Grundsätzlich kann ich sagen, ich habe alles drin gelassen. Ich habe nicht viel rausgeschnibbelt. Ich glaube, wir haben einmal einen Zaun platziert und den das rausgeschnitten. Aber ansonsten geht's krass ab. Wir bauen 2 Gehege jetzt an der Stelle schon mal. Ich markiere mir hier jetzt auch mal, wo ich Gehege machen will. Hier wollte ich eigentlich in dieses kleine Dreieck wollte ich eigentlich ein Beet machen. Da kommt ein Gehege rein. Das mal so ganz nebenbei. Und es passt sehr, sehr gut. Wir starten mit dem Gebäude, was ich hier für das Tigergehege brauche. Und möchte natürlich so ein bisschen den asiatischen Flair lassen. Und wenn ich jetzt sehe, wie ich anfange damit, ist das natürlich auch ein bisschen, das ist schon so ein bisschen lächerlich, wenn man das weiß, ne? Wie sich das dann später entwickelt. Nach hinten raus soll ein Mitarbeiterbereich sein. Und abgesehen von einer Futterküche kommt da ein Generator rein und auch eine Wasseraufbereitung. Genau, die beiden Sachen brauchen wir nämlich auch für die Teaser. Das Gebäude, der Grundriss an sich bleibt so, wie er jetzt ist. Allerdings war ich mir unsicher, wie ich das innen drin bauen soll. Und ich glaube, damit geht jetzt auch die Zeit der ersten Timelapse mit Flöten. Dass ich mir überlege, was passiert denn hier drin? Ich habe dann ein paar Referenzbilder gesehen und habe gesehen, okay, man kann natürlich so ein paar coole Scheiben machen. Und generell muss ich sagen, ich musste natürlich Holz suchen, was nicht erklimmbar ist, denn Tiger können ja klettern. Und das wäre natürlich richtig, richtig blöd gewesen, wenn die Tiger dann dort ausbrechen könnten. Deswegen habe ich das Arctic-Holz genommen. Es sieht am Ende ganz okay aus. Ist nicht ganz hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt hatte, aber es funktioniert. Die Scheiben gehen so ein bisschen nach draußen. Das hat an sich keinen Spielhintergrund, kann man quasi sagen. Das ist einfach nur Design und es sieht deutlich besser Entschuldigung, es sieht deutlich besser aus als das, was ich erst gebaut habe hier. Meine Güte, das ist immer wieder bei Planet Zoo, es ist immer wieder überraschend, wenn du siehst, du kommst von etwas. Also du hast etwas ganz Planes, in diesem Fall ja die plane Map. Und dann baust du halt so Sachen hin und später entwickelt sich das zu einem Zoo. Das ist irgendwie so ein bisschen stranger, wenn man da mal genau überlegt. Aber es ist auch cool. Ich weiß gar nicht, ob ich mit diesen blauen Dingern gehe. Scheinbar. Kann ich mich irgendwie gerade gar nicht so dran erinnern. Aber ich lasse das, glaube ich, schon so. Das fällt, glaube ich, später nicht mehr so auf, wenn dann das Dach drauf ist. Das Dach baue ich relativ früh tatsächlich rauf. Ist ein bisschen blöd gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte das Dach ein bisschen später machen sollen. Aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache, dass ich da drin was baue. Mache auf verschiedene Höhen an diesem Gebäude. 2 Höhen. Und zwar da, wo die Tiger sind, ist ein bisschen höher. Auch da, wo die Mitarbeiter haben. Und da, wo die Besucher sind, ist es dann ein wenig niedriger. Das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn die Besucher da drin sind. Außerdem bekommen wir auch noch einen kleinen Kaffeeladen da rein. Mir wurde bewusst, dass ich das hier mit einzelnen Planken machen muss. Also mit einzelnen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Rigips-Säulen. Und wenn die dann dort platziert sind, dann habe ich dann halt so ein kleines selbstgebautes Dach. Das mache ich dann natürlich auch noch auf der anderen Seite, ist ja wohl klar. Sodass ich das Ganze gut einpasst, ne? Muss man natürlich auch so machen. Und dann funktioniert das Haus an sich auch schon ganz gut. Der Grundriss ist so ein bisschen
das ist so ein bisschen klobig. Und gerade auch was das Dach angeht, bin ich mir sehr unsicher, ob ich zufrieden bin mit dem, ja, mit der, wie heißt denn das? Dekoration des Daches. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, ob das so bleiben soll oder ob ich da ein bisschen was anderes machen soll. Grundsätzlich halte ich mich an das Design, was ich auch beim Shop gebaut habe. Weil das so ein bisschen das indische Design ist. Zumindest fühlt es sich sehr indisch an, das so zu machen. Aber da dürft ihr gerne, wie gesagt, nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich das so lassen soll oder ob ich da was anderes machen soll. Jetzt sehe ich gerade hier die Säulen. Da hatte ich so meine Probleme mit den Säulen, weil ich wusste nicht, okay, was baue ich rein, wie viele Säulen sollen da sein und so weiter und so fort. Dann waren die im Weg und dann habe ich die zur Seite gesetzt und so weiter und so fort. Gut, dass ich mich noch nicht dafür entschieden hatte, eine Tür zu bauen, die kommt erst zum Schluss. So ein paar Sachen habe ich auch nicht mit reingenommen in die Timelapse. Zum Beispiel den Anfang des zweiten Geheges habe ich nicht mehr reingemacht. Und ja, ich verwöhne euch heute tatsächlich mit einer relativ langen Folge und mit einem zweiten Gehege auch noch. Also das ist heftig. Dafür muss man auch sagen, dass das außenrum noch nicht fertig ist. Liegt einfach nur daran, dass ich da, wo ich die Gehege abgemalt habe, dass ich da noch was reinbauen möchte natürlich. Und wenn das dann platziert ist, dann kann ich dann außenrum auch den ganzen Kram einbauen und dekorieren. Denn ich habe natürlich keine Lust, dass ich da dekoriere. Und dann muss ich das alles wieder abreißen, weil dann die Otter dahin kommen. Denn in der nächsten Folge gibt es Otter, das habt ihr im Community-Tab schon abgestimmt. Und dann müssen wir mal sehen, welche Tiere vorne noch so hinkommen, weil ich wollte eigentlich da vorne so... müssen wir mal schauen, welche Tiere vorne hinkommen, weil zwei Gehege sollen auf jeden Fall noch auf die Ecke hier. So viel muss auf jeden Fall, oder so viel wird auf jeden Fall passieren. Das eine sind ja dann die Zwergotter, wie gesagt, und das andere müssen wir mal schauen, was das dann wird. Könnt ihr gerne im Community-Tab mal reinschauen. Außerdem habt ihr gesagt, unter der letzten Folge, und das weiß ich gerade gar nicht, ob ich das im Realtime-Part gesagt habe, dass ich nicht alle Tiere abstimmen soll, aber ich finde, das ist, ja, ich weiß nicht, ob ich alle Tiere abstimmen werde, weil jetzt habe ich ja ein Tier gebaut, was ihr euch nicht gewünscht habt, sozusagen. Müssen wir mal schauen, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Art und Weise, wie ich das gerne handhaben möchte hier in diesem Projekt, dass ich das schon so ein bisschen abstimme. Hier jetzt der Eingangsbereich, beziehungsweise der Bereich drinnen vom Gebäude der Tiger. Mir fällt dann ein, dass ich doch diese Rigipsplatten habe, beziehungsweise es gibt diese Rigipsbauteile mit Löchern drin. Und die nehme ich dann hier und das sieht dann natürlich auch ein bisschen besser aus, wenn ich das an der ganzen Wand mache. Und das mache ich dann natürlich auch, sodass das drinnen ein bisschen luftiger und auch tatsächlich ein bisschen heller wird. Also es wird nicht so mega hell, wir bauen ein paar Lampen rein, gerade die Arterhaltungslampen aus dem neuesten DLC sind mega, mega nice. Die machen richtig Spaß. Und hier die Bänke, das sieht halt auch ziemlich gut aus, finde ich. Also ich habe zwar noch keine Besucher da drin gesehen, aber ich gehe davon aus, dass es halt ziemlich gut wird. Hier ist jetzt der kleine Shop, wie angekündigt, den ich hier hinstelle, der hier drin sein soll. Ist ein Kaffeeladen, also ein Street Fox Coffee, der hauptsächlich auch dafür da sein soll, dass die Besucher da reingehen und dann kann man sich einen Kaffee holen oder so. Weiß nicht, ich finde die Shop-Auswahl ist immer noch ein bisschen dürftig. Also ich finde, dass man da jetzt langsam mal ein paar Shops aus Planet Coaster noch mit übernehmen kann. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Müsste man meinen. Sollte man meinen. Ein Street Fox Coffee-Schild oben dran. Und das alles dann nicht designmäßig. Hier hinten platziere ich jetzt erst diesen anderen Tiger, also den abstrakten Tiger, der so aussieht wie so ein Mann. Irgendwie. Den lösche ich dann wieder und ersetze den durch die Belohnungsstatue für das eine Karrierelevel. Hab vielleicht auch ein paar viele Säulen, fällt mir jetzt ein, aber ich glaube, ich lösche die auch. Die hinteren und platziere die vorderen ein Stück weit in die Mitte oder so. Ich meine, so ist das irgendwie. Damit das Ganze hier noch ein bisschen gemütlicher wird hier drin, platziere ich ein paar Pflanzkästen mit Rindenmulch. Ihr habt es schon geahnt, ihr habt es schon gewusst sozusagen. Und dann platziere ich ein bisschen Rindenmulch und dann ist das Ganze auch easy peasy. Sieht halt ganz gut aus. Ich bereue ein bisschen, dass wir hier in dem Haus den Bordstein haben. Aber ich finde einfach, es sieht komisch aus, wenn ich dann keinen Bordstein mehr habe. Versteht ihr? Ich weiß auch nicht. Na, mal gucken. Also im Zoo of Maine habe ich ja meinen eigenen Bordstein gemacht. Das war super viel Arbeit, aber da konnte ich wenigstens entscheiden, wo der Bordstein ist.
Hier ist das ein bisschen schwieriger. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So. Die Tiger-Sachen kommen hier auch noch mit hin. Natürlich, sodass man weiß, hier ist ein Tiger drin. Wollte erst dieses Tigerbild auch noch irgendwie platzieren. Platziere dann die goldene Tigerstatue. Es könnte auch ein Panda sein, möchte ich mal ganz kurz sagen. Und dann dachte ich mir, guck mal hier, wessen Pfote ist denn das? Und das dürfen die Kinder dann erraten. Mit den neuen Enrichment-Items, hätte ich mal gesagt. Mit den neuen Bildungssachen für Pfotenabdrücke. Dann dachte ich mir, komm, da kann man vielleicht sehen, wo ein Tiger, wie die Pfoten eines Tigers sind oder so. Das könnte doch auch ganz gut sein. Es ist krass zu überlegen, dass noch so viel Video nach ist, weil ich weiß ja noch, was da alles kommt. Und gefühlt habe ich euch aber schon mega viel erzählt. Dann lass da einfach nochmal drüber sprechen, was ich glaube, was bei Planet Zoo vielleicht noch mit reinkommt. Denn das nächste muss natürlich ein Animal Pack sein. Und ich hoffe irgendwie, dass es ein... Ich weiß das gar nicht. Ich habe gar keine... Habe ich Wünsche eigentlich noch bei Planet Zoo? Habe ich eigentlich noch irgendwelche Wünsche für Tiere, die noch nicht drin sind? Also es wäre schon cool, wenn man jetzt dann die Vivarien als Aquarien hätte. Das wäre ein Gamechanger. Oder wenn es Seekühe gäbe. Seekühe ist, glaube ich, mein Favorit. Neue Kletteranimation. Vielleicht ein Animal Pack mit Affen? Oder würdet ihr das doof finden? Ich würde es gut finden. So Paviane und die anderen Gibbons. Siamangs haben wir ja tatsächlich noch gar nicht gebaut. Die muss ich ja natürlich auch noch in diesen Zoo bauen. Ist ja wohl klar. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe Bock, die zu hören. Die machen immer mega Lärm. Machen immer mega Action. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, also Seekühe, vielleicht Affen mit Pavian und Gibbons und ich hätte auch nichts dagegen, jetzt irgendwie asiatische Löwen noch zu haben oder so. Also so ein bisschen Auswahl, noch eine Giraffenart, eine Zebraart. Da wäre ja natürlich auch ein Animal Pack nicht schlecht, ne? Aber da fehlt halt auch irgendwas Spezielles. Beim letzten war ja so das Schnabeltier ziemlich speziell, finde ich. Oder? Das letzte war gut. Wir brauchen mehr australische Tiere auch. So den tasmanischen Teufel. Ja, okay, es gibt einige Tiere, die noch nicht drin sind. Ich sehe es ein. Vielleicht mache ich ja dann noch ein Video. Das habe ich öfters schon mal gesagt. Aber ich glaube, es ist langsam an der Zeit, dass ich euch nochmal mit einem Video verwöhne. Sozusagen mit meinen Wünschen für Tiere aus Planet Zoo. Oder für Tiere in Planet Zoo. Hier hatte ich ein paar Probleme mit dem Weg. Das ist ja immer ein kleines Hindernis, sag ich mal. Und Ärgernis, den Weg zu machen. Hier jetzt ein kleiner See. Die Tiger bekommen auf beiden Seiten des Geheges tatsächlich Wassermöglichkeiten. Aber die hier ist deutlich besser zum Schwimmen als die andere. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich einfach gar keine Barriere mache zu den Tigern. Aber ich fand, dass das vielleicht ein bisschen blöd war in diesem Zoo. Wenn wir gerade uns auch in China befinden, dass wir dann ganz auf Barrieren verzichten. Deswegen mache ich hier so ein bisschen ein paar Betonmauern am Ende, glaube ich, des Geheges. Stromzaun habe ich auch und diese Ketten. Ich bin mir vorne übrigens unsicher, ob ich den Stromzaun lassen soll. Also den habe ich gelöscht. Also ob ich den Stromzaun platzieren soll oder ob ich den Maschendraht oder was ich da habe, diese Eisendinger. Ich glaube, ich habe Maschendraht gewählt. Maschendraht ist eigentlich blöd für Tiger, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Hab halt nur diesen Metallzaun gewählt. Ist das gar nicht. Was ist denn smart? Hier diese Klettersachen. Ich habe das schon mal gebaut. Ich glaube, es war in Morningside für die Sonnenbären. Sieht einfach fantastisch aus für Tiger und Bären und solche Sachen. Das ist so mein Kletterstuff für die Raubtiere, glaube ich. Ich glaube, damit fährt man halt immer ganz gut. Weil das ist so schön klobig. Und die Tiere sind halt auch ein bisschen größer, sind nicht so filigran. Apropos Kletterzeug, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Das zweite Tier muss klettern. Das heißt, es gibt ein bisschen Kletterstuff, den ihr auch im Workshop erwerben könnt, sozusagen, beziehungsweise downloaden könnt im Workshop. Link zu meinem Workshop ist ja wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Also guckt einfach mal rein, dann wisst ihr vielleicht auch schon. Oder auch nicht. Mal einfach mal gucken, nicht? Einfach mal gucken. Die Mitarbeiter kommen da nicht raus, deswegen müssen die hier so ein Tor haben oder so eine Tür. Die Tiger kommen da aus der Tür natürlich nicht raus. Aber für die Mitarbeiter ist das halt wichtig.
Dann ein kleiner Wasserfall, denn es ist immer besser, dass wir ein bisschen bewegendes Wasser auch haben an der ganzen Geschichte. Sodass dass das ein bisschen realistischer aussieht. Gerade hier so ein Wasserfall ist halt immer ein Gewinner. Jetzt war ich der Meinung, dass ich die eine Seite fast fertig hatte, was das Grundshaping angeht. Die zweite Seite ist natürlich noch lange nicht fertig, da geht natürlich noch einiges. Aber der Grundriss ist schon mal fertig. Und weil ich nicht wusste, wie ich das Haus sonst dekorieren soll, haue ich eine richtig gute Lagerung Bambus davor. Und das muss man auch einfach sagen, dadurch, dass wir hier den New Changsheng Zoo haben, können wir natürlich auch einiges an Bambus machen. Ich bereue ein bisschen, dass wir nicht gemäßigte Zone gewählt haben. Ich weiß auch nicht. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin halt so ein gemäßigter Zoo-Fan, ne? Ich sag, wie es ist. Den Zaun hier, glaube ich, der kommt aus Mittwalde. Was? Hat er Mittwalde gesagt? Übrigens, unter dem letzten Video, glaube ich, habe ich den Kommentar gekriegt, was ist mit Mittwalde? Das wird nicht kommen. Ich sag, wie es ist. Das wird jetzt erstmal nicht kommen. Vielleicht kommt es nie. Ist jetzt bald ein Jahr her. Ich glaube, man muss akzeptieren, wenn ein Projekt nicht mehr fortgeführt wird. Dafür haben wir viele andere Projekte, ne? Dafür haben wir viele andere Projekte. So zum Beispiel den New Changsheng Zoo. Der gefällt euch doch auch. Das ist natürlich nicht mit den coolen Gesprächen, aber es bedeutet ja nicht, dass es nicht irgendwann mal wieder Videos mit Sean McPeak geben kann. Außerdem gibt es ja immer die auf Zeit-Szenarien, also gönnt euch die auch nochmal. Und die 20 Folgen mit Walde kann man sich ja auch nochmal gönnen, ne? Kann man sich ja auch mal angucken. Das ist ja auch kein Verbrechen, dass man sich das mal anschaut. So. Die eine Seite gut fertig, sag ich mal. Der Königstiger bekommt hier ein bisschen. Ach, da hat er das Futterding. Guck mal, hatte ich ganz vergessen. Aber die freuen sich auf jeden Fall, die beiden Königstiger. Die haben auch schon Nachwuchs bekommen. Das mal so ganz nebenbei, kann ich schon mal spoilern. Ich glaube, ich muss die Einstellung mit den, wie schnell die Tiere altern, mal einstellen. Das ist ja noch auf 1. Weil ich dachte, das spiele ich jetzt so, wie das Spiel das möchte. Aber wenn man das so spielt, dann bekommen die Tiere so schnell Nachwuchs. Unsere Flamingos auch und die kleinen Pandas sind auch schon erwachsen. Also man bekommt gar nicht so viel Möglichkeit zu spielen an sich, weil jedes Mal, wenn man es laufen lässt, passieren so viele Sachen. Deswegen glaube ich, werde ich das Altern ein bisschen runterstellen wieder. Ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. Auch wenn die Tiere ein bisschen länger leben. Ich werde es nicht auf 5 stellen. 5 ist mir ein bisschen zu viel. Aktuell noch, aber ich werde es so auf ja, vielleicht 2 stellen oder 2,5. 2,5 vielleicht. Mal schauen. Wie eben auch schon gesagt, der Bambus soll das Haus ein bisschen kaschieren. Nach hinten raus ist es tatsächlich egal, wie es aussieht, denn hinten wird nichts mehr kommen. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Da bleibt es so, wie es das bleibt so, wie es ist. Da kommen nur ein paar Bäume hin, sodass man da nicht sieht, dass der Zoo dort zu Ende ist. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich direkt die zweite Seite anfange, aber muss ich ja machen. Denn die ist noch sehr, sehr leer. Jetzt fangen sie an. Auf der einen Seite haben wir richtig viel, richtig schön das Gehege und auf der anderen Seite ist das eher so ein bisschen mau. Hier gehe ich ein bisschen mehr mit Terraforming, denn ich habe mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, so ein bisschen das Terrain noch zu bearbeiten. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Auf der einen haben wir dann relativ flach und mit Wasser und so. Und hier möchte ich dann gerne so ein bisschen, ja, das ist das Gehege, wo man das Männchen reinsperrt, wenn das Weibchen Junge hat, so ungefähr, wisst ihr? So möchte ich das rechte Gehege, also das, was wir jetzt gerade bauen haben. Dann kommen da ein paar Steinchen rein, man kennt's. Also vielleicht auch ein paar mehr. Oder 2 oder 5. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass die Tiger getrennt werden. Das funktioniert tatsächlich auch, denn da ist deutlich, oder es ist nicht deutlich, aber da ist genug Platz auf jeden Fall für 2 Tiger in jedem deren eigenen Gehege. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Die entkommen dann hier natürlich auch nochmal ein bisschen, deswegen muss ich ein bisschen mit dem Zaun arbeiten. Das funktioniert wie immer nicht, aber wenn das dann funktioniert hat, dann ist das auch relativ entspannt, die ganze Geschichte. Noch ein paar Felsen, eine Kletterstruktur, die hier gedingst wird, wie heißt das? Kopiert wird. Ein Baumstamm und so weiter und so fort. Also grundsätzlich so designtechnisch finde ich das Tigergehege gar nicht so schlecht.
Später, wenn die Pflanzen nochmal reinkommen jetzt, dann ist das so ein bisschen schlecht mit der Wegfindung, aber es funktioniert am Ende dann doch noch ganz okay. Halten sich tatsächlich gar nicht so häufig in der Seite auf, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber die Tiger dürfen halt wählen. Die Tiere, es ist immer am besten, wenn die Tiere selber wählen dürfen, wo sie sich gerade aufhalten. Aber das entscheiden die halt selbst. Bisschen Bambus wieder ans Haus, sodass man die leere Fassade nicht so sehen kann. Und dann die Reihenfolge, die ich ja meistens mache, das kann ich schon mal so vorweg sagen. Ich platziere die Steine in einem Gehege, dann platziere ich die kleinen Pflanzen, wie ihr hier seht, also das niedrige, die niedrigen Geschichten. Und dann platziere ich erst die Bäume ganz zum Schluss. Das macht auf jeden Fall, dass man so ein bisschen den Überblick noch hat. Das Gehege an sich sieht ja schon gar nicht so schlecht aus mit nur Pflanzen, aber so 2-3 Bäume müssen auf jeden Fall drin sein. Und dann auch immer darauf achten, dass die Bäume nicht zu viel von der Sicht versperren. Denn ansonsten ist das halt auch so ein bisschen blöd als Besucher. Ich weiß nicht, ob es bei Planet Zoo einen Unterschied macht. Weil da können die Besucher ja durch alles gucken, die können halt nur nicht weit gucken. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich eine Birke gewählt habe, die gar nicht da reinpasst. Das ist so ein bisschen... War ein bisschen komisch, dass die drin war. Aber sobald ich das dann ausgewählt hatte hier oder geändert habe, war das gar kein Problem. Kommen wir zum zweiten Tier, denn hier ist das Gehege für den Binturong. Ja, ja, in das Dreieck wollte ich erst ein paar Pflanzen reinmachen und dann... Ja, dann gab es die Möglichkeit zu sagen, okay, passt hier eigentlich ein anderes Tier rein? Ich habe erst an Erdmännchen gedacht oder Präriehunde, aber die passen natürlich nicht zu Asien. Deswegen sind es jetzt die Binturongs. Es wäre ganz cool, wenn es noch ein paar mehr kleinere Tiere gibt, wie den Binturong oder wie die Erdmännchen und die Präriehunde. Also so Agoutis zum Beispiel wären nicht schlecht. Die hätten vielleicht auch so in das Dschungeldesign gepasst. Jetzt sind aber die Binturongs hier eingezogen und ich baue eine Kletterstruktur mit Bambus. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Was ich auch noch nicht gemacht habe, ist das mit den Seilen hier zu arbeiten. Dass ich die Seile quasi verlängere. Ich habe normalerweise immer die Seile so benutzt, wie sie sind. Aber jetzt verlängere ich das Seil. Etwas, was ich auch gesehen habe. Dann hängt das Seil ein bisschen mehr durch, glaube ich. Aber es wird halt deutlich länger. Und wenn es dann länger ist, dann funktioniert das tatsächlich auch ganz gut. Ich hätte gerne auch übrigens diese Seil-Dinger aus dem Südamerika-Pack genommen, wo man die Seile an den Bambus spannt. Das funktioniert ja, das sieht ja auch mega gut aus, aber der Nachteil ist ja, dass die da nicht dran vorbeiklettern können. Und das ist ja immer wieder mega ärgerlich, dass das so ist, dass das so sein muss. Und ich verstehe auch nicht, warum das so ist, weil die können über Seile klettern, die können aber nicht über rumgewickelte Seile klettern. Frontier, fix this. Und da kann man vielleicht auch sagen, nochmal zu dem DLC-Gespräch, was wir eben hatten, dass wenn dann ein Affen-Animal-Pack ist, vielleicht, dann könnte man ja auch sagen, okay, guck mal, die Kletteranimationen, die werden nochmal überarbeitet, denn wir haben ja jetzt auch den Siamang, der sich hin und her schwingen kann. Das ging ja vorher auch nicht. So, vielleicht gibt es da doch noch ein bisschen Hoffnung. Das mit den Seilen, wenn man dann erstmal den Dreh raus hat, dann ist das relativ easy und es sieht tatsächlich relativ gut aus. Deswegen wird es etwas sein, was ich in Zukunft öfter machen werde, gerade auch wenn man Schimpansen hat oder so. Ich glaube, das macht dann schon was her, wenn das nicht nur das gerade Seil ist. Ich hatte ein paar Probleme damit, weil die Binturongs ein bisschen wenig Kletterstuff hatten im Vergleich dazu, was die eigentlich wollen. Genau, da hatte ich so ein paar Herausforderungen. Aber sobald die Pflanzen drin waren, sobald die Bäume drin waren, war das gar kein Thema mehr. Ich finde, so eine Kletterstruktur mit Bambus sieht mega cool aus, wenn du ein asiatisches Tier hast. Wobei mit Affen würde das auch gehen, ne? Also mit den... Ach, Nasenaffen wären auch cool. Vielleicht baue ich auch mal wieder Nasenaffen. Da habe ich auch mal wieder Lust zu. Vielleicht könnt ihr ja abstimmen im Community-Tab, was das nächste sein will. Aber jetzt als erstes mal die Zwergotter, die dort einziehen werden. Hier der kleine Binto. Dann baue ich das hier mit den Seilen. Es sieht halt fantastisch aus, wenn ihr das seht, mit den drei Seilen hier. Aber es funktioniert halt nicht. Er kommt halt nicht vorbei. Und dann beendet das natürlich auch die Kletteranimation. Apropos Kletteranimation.
denn der Binturong konnte über den Zaun klettern. Was nicht so cool ist. Deswegen brauche ich einen eigenen oder nochmal einen neuen Zaun. Nicht einen eigenen. Das andere ist ja auch mein eigener. Was ich allerdings cool finde, und das muss ich auch mal sagen, sind die kleinen Eingangstüren, sodass man jetzt nicht so eine riesige Eingangstür hat, Gehegetor, sondern mit einer kleinen vorlieb nehmen kann. Game-changing Element und bis heute noch eins. Eine der besten Sachen, die verbessert wurden. So, relativ lang der Kletterstuff. Aber die bewegen sich oder befinden sich relativ lange tatsächlich auf diesen Klettersachen. Deswegen finde ich das ganz gut. Und deswegen macht das auch nichts, dass ich hier so ein bisschen mehr Zeit investiert habe darin, dass das ein bisschen vernünftig aussieht, das ganze Kletterzeug. Wie gesagt, das Kletterzeug könnt ihr im Workshop downloaden. Baut es gerne für eure asiatischen Tiere mit rein. Es ist nicht so mega riesig. Es reicht halt für so einen Binturong, wenn man dann auch noch 2-3 Bäume mit reinbaut. Aber es ist ein Anfang und man kann es ja auch beliebig oft kopieren und damit dann auch beliebig oft oder für seinen eigenen Geschmack vergrößern. Kann man das so sagen? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Hier dachte ich mir, okay, wenn ich so eine Fliesen da drauf mache, dann macht das ein bisschen Sinn. Aber das tut es nicht ganz. Dann wollte ich die Metallleiste machen. Oder? Weiß gar nicht. Ich entscheide mich dann für diese Dachzierleiste, glaube ich. Die Holzdachzierleiste. Und es funktioniert. Und das ist ein Zaun, über den die Binturongs nicht entkommen können, weil diese Bambuswand können sie nicht erklimmen. Und ansonsten ist es halt ganz entspannt, die ganze Geschichte. Der Zaun passt auch deutlich besser, weil ich jetzt Ahnung habe, wo das starten sollte und wo das enden soll. Und zwar da an der Gehegetür. Liegt auch daran, dass ich es ja erst gebaut habe als Speed und nicht als Gehege. Aber es ist vielleicht gar nicht so blöd, das als Gehege zu bauen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr mögt diese Idee. Ich finde, das sieht ganz nice aus. Die Binturongs oder der Binturong ist da ganz cool mit. Grundsätzlich kann man sagen, ich mache da noch ein Weibchen mit rein, sodass die beiden hier leben können. Die einzige Sache, die sie nicht gut finden, ist, dass ich keinen stabilen Rückzugsort habe, denn es gibt in diesem Gehege einfach keine Möglichkeit, einen Unterschlupf zu bauen. Ich habe alles eingebaut. Das ist ein bisschen ärgerlich. Natürlich auch ein bisschen ärgerlich für die Winterungs, aber ich meine, herrgott, da müssen die auch mal mitleben, ne? Dann gibt's halt einen nassen Kopf. So ist das halt im Regenwald. Und dann fällt mir gerade ein, dass die Temperatur halt auch nicht so super ist. Na, müssen wir mal schauen. Ich platziere auch extra ein paar Bäume, die bekletterbar sind. Denn dann kann ich die Klettereigenschaften erfüllen. Gut, die Timelapse nähert sich dem Ende. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Realtime-Part wieder. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, zurück im Realtime-Part, der zweite Realtime-Part. Ich wollte eigentlich, das machen wir gleich mal zuerst, die Einstellung bei den Tieren machen. Tiereinstellung hier. Die machen jetzt 2,5, würde ich sagen. Was ist das? Höchste ist 5, ne? Machen wir mal 2,5, dann ist es auf jeden Fall schon deutlich langsamer. Was gucken wir uns zuerst an? Den Tiger, glaube ich, auch weil da Babys drin sind. Hier ist jetzt einer tatsächlich in der rechten Seite. Wer bist du denn? Das ist Ayush. Ayush trinkt hier. Ich habe keine Ahnung. Hier ist scheinbar ein bisschen Wasser drauf. Hier ist dann das Weibchen. Oder? Naira. Und dann haben wir hier die Babys. Einmal ein weißes Baby. Prisha. Und Avni. Und alle goldene Königstiger mit relativ guten Stats, auch der weiße, und es kann sein, dass das weiße Weibchen, dass es das ist, womit wir weiterzüchten dann in Zukunft. Aber hier ist auf jeden Fall gut Action bei den Tigern, muss man ganz ehrlich sagen. Das Percivals Gefährt ist erwachsen, dann muss das direkt mal raus, denn das macht sonst Probleme. Und ja, das ist so ein bisschen das Tigergehege, ne? Das ist die linke Seite, wie gesagt, hier. Gerade auch als Besucher ist das halt sehr, sehr nice, hier zu sein.
und reinzuschauen. Bin mir unsicher mit dem Zaun. Könnt ihr gerne mal sagen, ob wir Stromzaun oder den Metallzaun lassen sollen. Und dann ist hier die andere Seite. Und dann sind die tatsächlich drin gerade. Das passt eigentlich auch ganz gut. Können wir einmal reinschauen. Denn hier drin ist dann der Innenbereich, wo die Tiger dann da sind. Dann kann man sie von drinnen noch begutachten. Hier gibt es dann einen Street Fox Coffee und ansonsten ist es alles sehr schön eingerichtet, wie ich finde. Die Kletteranimationen sind halt immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Leider. Leider möchte man sagen. Aber hier, es scheint ganz gut zu funktionieren. Das ist natürlich nicht alles, was ich gebaut habe. Ihr wusstet das ja auch, das zweite Gehege ist jetzt auch gebaut und zwar das von Bintorong hier drin. Die Bintis leben hier in diesem kleinen, ja, in diesem kleinen Gehege, haben aber ausreichend Platz, tatsächlich noch 70 Quadratmeter mehr, als sie brauchen, haben aber keinen stabilen Rückzugsort, sind dennoch relativ zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht gebe ich denen ein bisschen besseres Essen dann, sodass die ein bisschen zufriedener sind. Also viel brauchen die ja auch nicht an Essen. Dann werden die auf jeden Fall ein bisschen zufriedener. Ach, guck mal, die können sogar hier hängen, bei dem Bambus, das wusste ich gar nicht. Smart. Es funktioniert auf jeden Fall. Und hier klettert er jetzt auf diesen Baum und so. Also es ist sehr gut. Übrigens, die Kirschblüten-Haters da draußen. Ich hasse keine Kirschblütenbäume. Ich baue sie immer alle ein. Ihr seht es doch. Wenn ich kann, baue ich einen Kirschblütenbaum. In die Gehege. So, Veterinärsforschung ist abgeschlossen. Gleich mal schauen. Das ist der Wasserbüffel. Mehrere Mülleimer quillen über. Ich weiß gar nicht, wie viele Zoopfleger habe ich denn. Nur 3. Das ist ja nix. Jetzt haben wir 5. Das ist schon ein bisschen besser. Die dann durch die Gegend stapfen. Generell muss ich eh sehen, dass ich hier hinten noch einen Mitarbeiterraum mache. Und dann möchte ich die ja auch gerne hier nochmal bauen, weil bis jetzt laufen sie alle bis hier hinten hin. Das geht natürlich auf Dauer überhaupt nicht. Vielleicht baue ich den auch einfach hier direkt hin. Alles andere ist halt ein bisschen blöd. Der geht da so ein bisschen in die Erde rein, aber es ist ja nur vorübergehend, kann man sagen. Und man sieht den als Besucher tatsächlich auch nicht, ne? Sehr gut. Dann ist er gut platziert dort, wo er ist. Auch wenn er nicht eingebaut ist, macht das ja nichts. Ein VIP-Zoogast ist da. Guck mal, die sind alle da. Wer hat meinen Namen geklaut? Gleich mal Hallo sagen. Uiuiui, 1700 Leute. Der Weg, müssen halt alle nach links gehen, ne? Das ist halt so ein bisschen. Und gerade auch, weil die höchste Attraktivität von den Tigern ausgeht, gehen sie halt alle in die Richtung. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich meine, Herrgott. Macht ja nichts. So, nächstes Mal, wie gesagt, hier das Gehege hin. Da kommt die Otter hin. Das mal so ganz nebenbei. Und für das hier, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So groß ist das Gehege halt hier auch nicht, ne? Und dann haben wir hier noch Platz für ein großes Gehege. Und dann haben wir ja die 1, 2, 3, 4, 5 Gehege, die ich hier auf der Seite haben will. Und dann ist auch fertig. Hier eventuell, ja, mal schauen. Mal schauen, was hier hinpasst. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Folge haltet. War ja sehr, sehr lang. Und auch gerne, was ihr von den beiden Gehegen haltet. Ich würde mich über Feedback freuen, auch was auf dem Dach stehen soll, weil das hier sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, schreibt gerne in die Kommentare alles, was ihr mir erzählen wollt. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut das mal rein. Ciao, Leute.